Automatische Gesichtserkennung in Russland. Er hat mich schon erkannt. Einer Frau macht das Angst. Und ein Journalist entdeckt Gesichtserkennungsdaten auf dem Schwarzmarkt. Hier draußen in Moskau auf den Straßen, da verändert sich was. Denn die Stadt will, dass alle ihre Kameras in der Stadt, die Überwachungskameras, Gesichtserkennung können. In Moskau gibt es mehr als 170.000 Überwachungskameras. Etwa 3.000 können schon Gesichtserkennung. Bald sollen es alle sein. Allein im vergangenen Jahr wurden mehr als 3.000 Verbrechen damit aufgeklärt. Videoüberwachung, ob auf der Straße oder hier in öffentlichen Verkehrsmitteln, der kann man nicht mehr entkommen. Jetzt kommt die Gesichtserkennung hinzu und eine Frau, die hat was dagegen. Aljona glaubt, dass die Behörden dieses Überwachungsvideo von ihr für Gesichtserkennung genutzt haben. Es zeigt Aljona mit einem Plakat vor dem russischen Parlament. Очевидно, может быть использовано или могла быть использовано в данном конкретном случае. Мы говорим, если вы за нами следите, без решения суда, без нашего согласия, прекращайте это делать, вы не имеете на это права. Вот что мы говорим. Ein kleines unscheinbares Gerichtsgebäude hier in Moskau, aber es geht um eine große Sache, denn Aljona Popova ist der Meinung, dass die Gesichtserkennung in Moskau gegen ihre Grundrechte verstößt. Der Gerichtssaal winzig. Filmen dürfen wir nur nach der dreistündigen Verhandlung beim Urteil. Das fällt schnell, die Richterin dürfen wir nicht zeigen, man hört hier aber ihre Stimme. Sie lehnt die Klage ab. Противоположная сторона нервничала, хамила, ругалась. Значит, есть что скрывать, потому что очень сильно переживать можно только если ты что-то скрываешь. Das ist eine Messe für Sicherheitstechnik. Viele russische und auch chinesische Firmen sind hier und es geht auch um Gesichtserkennung. Die Hersteller hier wollen Firmen und Staaten mit Gesichtserkennungssoftware ausstatten. Jetzt macht er einen neuen User. Zum Beispiel als Ersatz für Pförtner. Demian. Er hat mich schon erkannt. Wer gespeichert ist, darf rein. Ob mit Brille oder ohne. Das System erstellt anhand eines Fotos ein Profil und vergleicht dann bestimmte Punkte im Gesicht mit diesem Profilfoto. Nebenan Polizei-Bodycams mit Gesichtserkennung. Der Verkäufer trägt die Kamera an der Brusttasche. Die Messebesucher sind schon mal in der Datenbank gelandet, ungefragt. Это персональный видеорегистратор. Как он работает? То есть захватывается лицо, захватывается полный кадр и передается на сервер. Auf dem Server werden die Gesichter verglichen, zum Beispiel mit einer Fahndungsdatenbank der Polizei. А кто использует эти системы? Это может быть стадион, это может быть общественное какое-то место, а это может быть вокзал. Я считаю, что это полезно, если на входе будут отсекать людей, которые представляют угрозу какую-то обществу, там их ловить, я буду только счастлив. Jetzt hat er mich erkannt und jetzt sehe ich hier unten unter dem Bild die Informationen über mich. Da steht zum Beispiel, dass ich eine Brille habe mit 99% Wahrscheinlichkeit, dass ich glücklich aussehe, allerdings nur mit 1% Wahrscheinlichkeit, da ist er sich nicht so sicher, dass ich auf ungefähr 30 geschätzt werde, ja, ein schönes Kompliment, und ein Mann bin. Auch Polizeiautos stattet die Firma mit Kameras aus. Für den Innenraum und nach draußen.
Angeblich noch ohne Gesichtserkennung. Noch. Понятно, что происходит, пишется звук. Мое лицо и так везде. Я еще раз говорю, если вы выйдете на улицу, дойдете до метро, 20 тысяч камер, вы попадете в объектив 100%. И если мне надо будет вас найти, оперативному сотруднику, я просмотрю эти 20 тысяч роликов и найду вас. А с этой системой он найдет вас гораздо быстрее. Russland will mit Gesichtserkennung Verbrecher aufspüren. Das gelingt auch schon. Ein bekanntes Beispiel ist ein Gemälde, das ein Mann vergangenes Jahr am helllichten Tag aus der Moskauer Tretjakow Kopfgalerie klaute. Mit Gesichtserkennung wurde er gefunden und mit ihm das geklaute Gemälde. Die Gesichtserkennung kommt eigentlich vor allen Dingen aus China. Doch wie eine Welle weitet sich das jetzt aus von Osten nach Westen. In Kirgisistan haben sie chinesische Software geschenkt bekommen, um dort Gesichtserkennung einzusetzen. Das ist besonders heikel, weil in Kirgisistan auch geflüchtete Uiguren leben, die in China systematisch verfolgt werden. In Kasachstan testet man das Bezahlen per Gesichtserkennung in Bussen und selbst Frankreich denkt über eine staatliche Software nach mit Gesichtserkennung. Auch in den USA arbeiten Firmen daran. Facebook und Google zum Beispiel. Sie schalten die Gesichtserkennung aber aus Angst vor Widerstand nur teilweise frei. Und dann gibt es da noch ein New Yorker Startup. Das hat Fotos aus sozialen Netzwerken mit Gesichtserkennungssoftware gescannt. Diese Daten will das Startup jetzt Justizbehörden verkaufen. In Deutschland wäre vermutlich ein Riesenaufschrei über so ein System. Deshalb will ich wissen, was die Russen sagen. Хорошая идея. Почему? Потому что можно отследить преступников, террористов. Ну и в принципе то, что за нами следят, уже нам уже давно следят. Спутники, телефоны. Вот правильно, что поставили камеры, чтобы жуликов всяких там увидеть, кто это. Они думают, что кто-то такой там совершил, и потом ищут, может быть, невинного человека и арестуют. Как эти данные в дальнейшем используются и какой к ним доступ? Но как у любого действия есть и негативные стороны. Eine Gefahr gibt's noch. Ein russischer Journalist in Moskau, der hat Daten aus dem Gesichtserkennungssystem der Stadt auf dem Schwarzmarkt erworben. Der Journalist Andrei Kaganskir. Er wollte herausfinden, ob die Gesichtserkennungsdaten bei der russischen Polizei sicher sind. In Russland sei alles käuflich, sagt er. Я купил доступ к камерам городского видеонаблюдения и заказал на себя выписку из системы распознавания лиц. Diese Trefferliste hat er nach der Anfrage mit einem Foto von sich von korrupten Polizisten erhalten. 80 Seiten mit Überwachungsfotos. Она нашла очень похожих на меня людей. Einen exakten Treffer gab es jedoch nicht. Die Aufnahmen stammen auch von solchen Kameras an Hauseingängen. Anwohner stört das offenbar aber nicht. Это хорошо, Security. Вещь очень важная. Сейчас все беспокоятся очень о благополучии. А вас не мешает, если все знают или город знает, кто здесь? И так все знают. Вы знаете, даже без этой камеры. Достаточно интернета. Если раньше я мог просто выключить телефон и оставаться условно незамеченным для системы, то сейчас у меня такой возможности нет. Мое лицо уже мой идентификатор. Когда этими данными можно злоупотреблять, это уже некомфортная ситуация, потому что мне бы не хотелось, чтобы какой-то человек, который хочет набить мне морду, мог выследить, когда, в какое время я прихожу домой, с кем я прихожу домой, к кому я хожу. In dem Café hier. Hier kann man mit Gesichtserkennung bezahlen. Wie das geht, schaue ich mir jetzt mal an. Что мне надо делать? Вам нужно скачать приложение, регистрируйте свою банковскую карту, нужно сделать будет селфи, свой паспорт и все. Вы нажимаете оплатить заказ и прислоняете сюда свое лицо. Oh ja, von meiner Kreditkarte wurden gerade 90 Rubel abgebucht. Das ist ungefähr so 1 Euro. Gut, also jetzt habe ich erfolgreich mit Gesichtserkennung bezahlt. Ich fand's cool. Macht Spaß irgendwie. Ist was Neues. Geht einfach, geht schnell. Ein paar Stunden waren wir in dem Café. Doch niemand anders hat in der Zeit mit Gesichtserkennung bezahlt. День это примерно 5-10 человек. А почему так мало? Ну, пока, наверное, я думаю, потому что система новая.
Die Russen sagen, das ist gut für unsere Sicherheit. Wir haben da kein Problem damit, denn wir sind auch schon dran gewöhnt, dass wir sowieso schon sehr viel überwacht werden. Wie seht ihr das? Denkt ihr, in Deutschland bräuchte es auch mehr Gesichtserkennung, um Verbrechen zu bekämpfen? Oder sagt ihr, das wäre dann doch ein zu großer Einfluss in unserer Privatsphäre? Schreibt sie unten rein in die Kommentare und schaut euch gern auch noch das Video aus China an von den Kollegen des Weltspiegels von dort, die sich angesehen haben, wie in China Gesichtserkennung gemacht wird. Tschüss aus Moskau.